herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Hallöchen. So, heute müssen wir uns wirklich Arbeit suchen, gell? Ja. Ah, wir könnten... Warte mal, haben wir noch irgendwas an Getreide? 1700 Gerste. Wir könnten den Seedmaster in Betrieb nehmen, aber so viel geht da halt auch nicht rein. Wir brauchen dann noch Saatgutbeize. Ja, wobei ich nicht weiß, ob das reicht. Sonst kannst du ja Tiere kaufen. Fahren. Tiere kaufen? Ich hatte jetzt kurz eine andere Idee. Was? Weil ich will unbedingt die Käserei heute in Betrieb nehmen. Unbedingt. Ach so. Ich will jetzt mal gucken, ob ich mit dem Eimer das hinkriege. Du musst erst die Milch da reinfüllen in den Tank und dann kannst du... Nein, musst du nicht. Echt? Oh, jetzt habe ich den Eimer fortgeschmissen. Du kannst auch mit dem Eimer direkt aus dem... Schon wieder fortgeschmissen. Rennen geht nicht mit dem Eimer. Kannst auch mit dem Eimer direkt aus dem Wasserfass rausnehmen. Also aus dem Milchfass. Aus dem Milchfass, genau. Also jetzt aus dem vom Gator. Ja, deshalb ist meine Überlegung, ob ich hier vielleicht einfach den Eimer füllen kann. Okay. Ist ja wenn dann irgendwie da drunter. Nee, das. Ich sag dir, wenn der da drin ist und du kriegst ihn nicht mehr raus. du wolltest eigentlich die noch Kühe kaufen. Nee, ich dachte, dass du was zu tun hast. Ja, aber was kosten uns der Anhänger? Mal. Ich glaube 14.000 oder sowas. Kaufen. Erstmal Licht anschalten. 15.000, wenn man den Fliegel kaufen. Ja. Soll ich den kaufen? Ja, kauf. Design? Normal. Also Standard. Standard ist langweilig. Ich kaufe ihn mit pinkem Dach. Ach, dein Ernst? Warum nicht? Kann auch ganz pink kaufen. Sieht sogar cool aus mit dem Metallic. Ja, cool, dann kauf doch ganz pink. Nee. Sicher nicht. Verzinkt. Verzinkt ist gut. Aber Dachfarbe nehme ich Fendt. Oder Marseille. Marseille ist gut. Michelin-Bereifung. Dann kostet allerdings 18,2. Naja, egal, was soll's. So. Ich nehme den hier. Oh. Ich brauche Kühe für den Milch. Ja, ich war ja schon. Fahr gefälligst schneller. Tut mir leid, hab kein Deutsch. Mein Fendt. Fendt 1050 fährt 63. Nein, du hast gesagt fahr. Tut mir leid, hab kein Deutsch. Ach so. Deutsch fahr. Wie witzig. Ja, du hast ja nicht verstanden. Doch, habe ich. Oh, wann? Gerade eben. Ja, ja. So. Ach, diese Kackschaltung hier. Vorwärts, rückwärts, bla, blub. Warum hat
hat er tagsüber Licht an. Wir sind nicht in Österreich. Hä? Man muss Licht anhaben. In Deutschland? Nein. Echt? In Deutschland nicht. Ich Österreicher. Ich mach's trotzdem. Es ist nicht verkehrt. Mach ich in Real Life, mach ich's auch. Also ganz ehrlich. Ja, weil das ist echt. Es gibt wirklich oft genug Situationen beim Überholen oder so, wo ich dann auch sage, ey, das gegenkommende Fahrzeug, das hast du so schlecht gesehen. Hätte der Licht angehabt, wäre deutlich besser zu sehen gewesen. Jo. Also ich muss sagen, das war eine gute Option mit dem Marcel Ferguson Dach. So, was brauchen wir? Kuh, schwarz-weiß. Ja. Ging jetzt nicht, gell? Weil wir haben gar keine 15.000. Mhm. 12,5. Heilung ist angestellt. Kann man ganz gut die gegnerischen Autos anpeilen. Frontlader als Zielvorrichtung. So, hoffentlich brechen die Kühe sich nicht die Haxen, wenn ich hier über den Feldweg fahre. Ja, was machst denn du eigentlich? Also chillen? Chillen. Kannst du mal die Federn der Hühner zählen? Nee, kein Bock. Gut. Okay, ich bin auf dem Weg, bin gleich da. Hab allerdings nur 5 Kühe gekriegt. Oh. Ja, no money, no Kühe. Und wir haben ja auch nur ein Feld, gell? Das ist ein bisschen mager. Ich weiß gar nicht warum. Ey, Dings, no money, no Kühe. Warum haben wir nur ein Feld? Keine Ahnung. Weil du dir den fetten Masai leisten musstest. Hey, dann hätte ich keinen Traktor gehabt. Ja, hättest du auch einen Hürlimann nehmen können. Ja, genau, ich nehme den Hürlimann. Was kann ich damit machen? Hallo, der fährt auch seine 33. Oh ja, toll. Mach mal Tor auf. Bin dabei. Mach mal Tor, mach EG rein. Ja, ab ins Gebüsch. Achtung, Klappe kommt. Oh, 5 Stück. Ja, warte mal, geh mal rein. Kann man da überhaupt rein? Warte, mach mal auf. Null, mach mal zu. Ah, du kannst oben raus. Hi. Ach, ja, aber ich komm durch den Plan raus. Aber es sieht doch okay aus mit dem roten Dach, oder? Ja. Ja, es ist leer. Perfekt, dann baller da mal Wasser rein. Wasser? Milch. Ja, genau. Baller mal Wasser rein. Das Gerät kann in diesem Zustand. Ach so. So, oh nein, man kann sogar den Milchtank entladen. Ja. Ja. Okay. Also man könnte die, ja, wenn man die aus Versehen reingetan hat. Ja, das ist dann zumindest schon mal gut. Ja. Hast du den Eimer schon wieder zurückgebracht? Nee. Also die Kühe rennen davon. Scheiße. Mach ja nächstes Mal Tor zu, ey. Was ist das? Nicht entladen. Hab ich. Du hast schon entladen. Ja, wieso? Ich dir was zeigen wollte. Musste nicht. Was? Fahr mit dem Anhänger nächstes Mal rein und dann nimmst du mit dem Eimer direkt aus dem Zubringerfass raus. Ah. Komm mit dem Eimer hierher.
Hier. Mach auf. Kein Zutritt. Zutritt verboten. Muss genau runter. Wie lange braucht das? Steht nicht da. Ja. Wie viel geht da immer rein? 100. Ja, 100. Ich bin der Meinung, dass 100 Milch auf 100 ein Käse sind. Ich bin doch ein Käse. Findest du noch drin? Oh Gott. Ganz dumm für mich. Ja, mach mal einen Screenshot. Ja, machen. Hier ausblenden. Wenn man das nicht aktiviert hätte. Muss ich das noch machen? Beeil dich, ich bin gleich fertig. Gleich. Warte. Jo, muss mach mal den Eimer direkt da drunter, das sieht noch besser aus. Jo. Screenshot. So, wie viel ist noch drin? 200. Gut, dann haben wir die Käseproduktion nämlich auch mal am Laufen. Dass man noch ein bisschen was in den Hofladen reinkriegen. Kartoffeln können wir da auch verkaufen, glaube ich, gell? Das ist jetzt. Brauchst du nicht reinmachen, oder? Mach einfach rein. Was drin ist, ist drin. So. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Dann kommt dann hier die Käse platziert. 6 Stück, bis zu 6 Stück. Und erst dann, wenn das Label drauf ist, das ist wichtig, die Schofan. Ich weiß. Also wenn das Label drauf ist, sind sie fertig. Du kannst sie nämlich auch vorher schon. Mach mal das Gebläse noch an. Welches Gebläse? Hier kannst du noch ein Gebläse anmachen. Ventilator. Jo. Ah. Weil nicht, dass hier irgendwie stickige Dämpfe entstehen oder so. Ja, genau. Das passiert ganz oft. Vor allem bei Varunas Kühen. Ja, ich glaube, bei deinen würde das auch passieren. Gut, die Eier hast du schon weg. Ja. Oh, 26 Liter sind noch dazugekommen. Was war denn das hier nochmal? Komm, dann machen wir das jetzt mal so, wie du vorgeschlagen hast. Was war denn das hier? Was? Strautmann Vertimixer. Das ist Kuhfutter. Eine Mischration. Ah, okay. Okay. Ich fahre jetzt mal da direkt rein. Wie du es mir gesagt hast. Tja, das geht. Ah, warte mal noch kurz, ich komme kurz rüber. Habe ich nämlich eigentlich die ganze Zeit so gemacht. Ja, okay. Rückwärts fahren sollte man halt können. Guck, passt doch. Ja, weiter. Einschlagen. Also wenn du, je nachdem, wenn du weit genug hier hinfährst, kannst du nämlich einfach den Eimer nehmen, voll machen und hier rüber kippen. Und dann kannst du immer hin und her. Dann musst du nicht. Wollen wir das dann für die Milch nutzen? Das Fass? Ja, das ist Milchfass, würde ich auch sagen. Dann stelle ich das hier rein und lasse das hier drin. Du kannst drüben hinstellen. Nee, ich stelle das hier rein. Ja, aber du brauchst ja drüben bei der Milch. Kann man dann erholen. Manchmal frage ich mich, was der denkt. Alles. Oh. Außer was du denkst. Hat er das etwa gehört? So, warte mal, was macht unser Feld? Immer noch nicht angreif. Ich schnapp mir mal. Wo ist denn unsere Frontladerschaufel? Weiß ich nicht. Hier unten liegt eine, aber das ist die falsche. Holzkiste. Ah, hier hoch. Okay. Da
Hinten müsste. Ja, genau, da liegt sie. Ich hole mal gerade noch die Dings, das bisschen Getreide, was da drüben ist. Ja, warum ist denn das? War hier kein Platz mehr beim Stroh? Keine Ahnung. Wieso? Da war der wahrscheinlich noch. Frontladen mit Schaufel. Nee, das hab, den habe ich da einfach so. Nee. Ah nee, da ist noch Platz. Gut. Wurde wahrscheinlich noch nicht gefördert und dann haben wir Schluss gemacht. Gut, ich hole mal kurz das Getreide. Ach, dammit. Eigentlich brauchen wir das gar nicht holen, weil wir haben keine Beize. Außer wir kaufen uns Beize. Hast du Geld? Nee. Reicht's für eine? Und wenn es für eine reicht, dann machen wir das mal. Warte, ich schaue. Aber ich schaue gerne. Eigentlich ist es doof, weil dann haben wir gar kein Geld mehr. 500. Könnten zwei kaufen. Für 4000 Liter. Ja, aber so viel Getreide haben wir ja gar nicht. Ich würde sagen, das lassen wir. Wir machen hier einen Cut bis morgen und schauen dann mal, was bis dahin passiert ist. Jo. Ja, du hast die Eierkiste bewegt, die eine. Die wird jetzt nicht mehr gefüllt. So, ich habe die zweite auch bewegt. Ich bringe die gerade mal noch in den Shop. Hallo. Jo, fahr mal her. Kannst gerade mal reinfahren, dann hol, kannst du die zweite auch noch mitnehmen. Luxus. Gut. Stopp. Ey. Ach, falsche Richtung. Gib dir gleich falsche Richtung. Willkommen im Hofladen. Was darf es sein? Nix, ich bring die Eier. Ich bin der Eiermann. Ja, geht nicht. Zu nah dran. Da geht's. Trigger mit der Türe. Weiter weg. Ja, erstmal ausschütten. Ja, du bist zu nah dran. Fahr noch ein bisschen vor. Weil sonst bleibst du, machst du immer die Türe auf und zu. Ach. Bisschen doof, dass das auch über linke Maustaste geht. So, wir können gleich nochmal hochgucken. Eigentlich müsste da schon ein Käse halbwegs fertig sein. Müsste zumindest schon mal in der Form liegen. Ich schaue. Ja, doof, dass es da keinen Sprungpunkt gibt. Liegt schon was? Ja, in der Form, ja. Dann zeigen wir euch das noch kurz und dann ist Ende für heute. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles, wie immer. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.